stark besetzt. Das ist immer vom Thema abhängig, manchmal auch vom Wetter. Aber schön, dass Sie da sind. Ein interessantes Thema dieses Jahr. Und viele von Ihnen sind hier auch treue Besucher und Besucherinnen dieser Reihe. Andere sind wieder neu dabei, die sich eben ganz speziell einem bestimmten Thema zuwenden. Die Bandbreite ist sehr groß. Ich weiß nicht, gibt es das Prospekt noch? Liegt das aus, damit man... Ah ja, können Sie sich gleich bedienen, dass Sie den Überblick haben, was im Laufe des Jahres noch an zusätzlichen Angeboten da ist. Nach einem aktuellen politischen Thema beim letzten Mal zum Jahresauftakt und einem medizinischen Vortrag im vergangenen Monat steht heute ein Vortrag zum Thema betriebliche Mitarbeiterführung auf dem Programm. Leadership 2.0, die digitale Generation in Führung. Jetzt habe ich gedacht, jetzt sitzen wir nur Youngster, aber weit gefehlt. Also Vereinzelte sind ja da, aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Aber die sagen sich wahrscheinlich, das brauchen wir nicht, das haben wir doch selber erfunden. Aber nun gut, hierzu begrüße ich sehr herzlich Herrn Professor Dr. Stefan Strauß von der Hochschule für Ökonomie und Management in Köln. Herzlich willkommen. Die Fachhochschule für Ökonomie und Management startete in Essen einen ersten berufsbegleitenden Studiengang im Jahr 1994. Heute zählen die 31 Hochschulzentren in ganz Deutschland ca. 35.000 Studenten und Studentinnen. Damit ist die FOM die zahlenmäßig größte private Fachhochschule in Deutschland. Die Studiengänge sind so gestaltet, dass sie parallel zu einer betrieblichen Tätigkeit oder Ausbildung absolviert werden können. Von der Stadtgrenze zu Leverkusen aus hat die FOM auch in Köln Fuß gefasst und ist seit 2005 auch in unserer Stadt angekommen. Seit nun 3 Jahren lehren die Dozenten und Dozentinnen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen in einem modernen und eigenen Campus im Kölner Rheinhafen. Professor Stefan Strauß studierte Film- und Fernsehwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Berufliche Stationen führten ihn als Gastdozent an seine Heimatuniversität, an die Fachhochschule des Mittelstandes nach Köln zurück. Zudem ist er seit Jahren in der Erwachsenenbildung tätig, in der Industrie- und Handelskammer zu Köln und in Düsseldorf. Im Jahr 2009 begann er seine Dozententätigkeit an den verschiedenen Standorten der Hochschule für Ökonomie und Management und übernahm im Herbst 2014 am Standort Köln die Aufgabe des wissenschaftlichen Gesamtstudienleiters. Gemeinsam mit Herrn Professor Strauß wollen wir uns heute informieren, mit welchen Strategien Führungskräfte die Veränderungen und Möglichkeiten in der Führungs- und Kommunikationskultur bewältigen und wie die Generation der jungen Führungskräfte und Managerinnen Chancen dieser Veränderung nutzen können. Mobile Technologien ermöglichen es heute den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in vielen Bereichen ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsort flexibel zu gestalten. Diese und weitere Veränderungen im Arbeitsprozess stellen die Vorgesetzten vor neue Herausforderungen und Chancen, die gemeistert werden sollen. Sie wissen von der Stadt Köln auch, dass sich die Stadtverwaltung da geöffnet hat und davon wird auch vielfach Gebrauch gemacht. Sehr geehrter Herr Professor Strauß, wir sind auf Ihre Ausführungen gespannt und bedanken uns sehr herzlich, dass Sie zum Wissenschaft im Rathaus hier Ihr Kommen zugesagt haben und auch hier sind. Herzlichen Dank. Ja, Frage zuerst, reicht meine Stimme ohne Mikro oder ja mit Mikro? Mit Mikro? Mit Mikro. Mit Mikro. Wie gesagt, ist der Raum hochwahrscheinlich Mikro erfordert. Ja, danke für Ihr Kommen. Danke für die sehr nette Einführung. Oh, Kino. Kinoatmosphäre. Das ist sehr dunkel. Ja,
Wir machen einfach schon mal weiter, Stimme geht ja durch. Als ich angefragt worden bin nach einem Thema, habe ich versucht, auf Basis meiner Forschungsschwerpunkte und auch meiner Lehrschwerpunkte was auszuwählen. Leadership 2.0 ist für mich ganz, ganz nah dran, weil ich mit Baujahr 78 so eine Twitter-Position einnehme. Ich bin eben nicht Generation Y, ich bin dafür zu alt. Ich bin analog groß geworden und ich habe auch mein Abitur analog abgelegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das gegangen ist. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, zu lernen aus Papierbüchern. Ich habe das zwar mal gemacht, es war auch recht erfolgreich, aber so im Nachhinein kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Ich war dabei, wie 98 in Bochum die EDV eingeführt worden ist, währenddem ich noch in Papierkarteikästen nach meinen Büchern recherchiert habe. Und dann habe ich auch erst 99 mein erstes Smartphone bekommen. Das heißt, ich bin da relativ spät reingestiegen. Nach dem Fachbegriff bin ich ein Digital Immigrant. Ich bin kein Native. Ich habe dann aber ziemlich aufgeholt, muss ich sagen. Und mittlerweile nehme ich für mich so in Anspruch, trotz 2 Jahre, die mir von der Geburt fehlen, doch ein Native zu sein. Deswegen habe ich diesen Titel so gewählt, Leadership 2.0, digitale elektronische Führung oder Consumerization, BOD oder BOD. Das sind Anglizismen, ich werde die versuchen, alle auch nach und nach aufzubauen. Dieser ganze Bereich geht in eine Internationalität, geht in eine Führungstheorie, geht auch in eine Form von Psychologie und Technik. Dass hier nicht so viele Youngsters sitzen, kann ich mir vorstellen, weil die das relativ obsolet finden, was ich hier mache, glaube ich, weil das für die Alltag ist. Ich habe diese nette Einführung mal auf so einem Sheet zusammengestellt. Sie können, wenn Sie mögen, nachher die Folie haben. Ich stelle die Ihnen gerne digital zur Verfügung. Also schaut es aus, das würde ich gerne machen. Ich würde zunächst mal gerne auf die Psyche eingehen, der Generation Y. Warum sind die so, wie die sind? Da würde ich gerne ein bisschen was zur Technik erzählen. Was sind für Möglichkeiten einer Cloud-Gesellschaft, auch in Führung, auch in betriebswirtschaftlicher Umgebung? Dann ein Fazit ziehen und gerne auch danach mit Ihnen noch diskutieren. Bevor ich aber anfange, meine Frage an Sie. Was ist so die brennendste Frage, die Sie heute hier hingetrieben hat? Was erhoffen Sie sich von dem Vortrag? Ja, digitale Zukunft, können wir mal drüber reden, klar. Führungsthemen sind. Ja, ich bin einfach neugierig, weil ich noch Leadership 1 gemacht habe. Aha. Meine Kinder aber das vorbei sind. Und ich würde mich interessieren, wie funktioniert Leadership heute? Wenn ich auch mit denen so ein bisschen diskutieren kann. Okay. Werde ich versuchen darzustellen. Machen wir es einfach so, wenn Sie zwischendurch Fragen haben oder Anmerkungen haben, einfach sofort nicht sammeln, das widerstrebt mir so ein bisschen. Also ich mache eher so seminaristische Vorträge. Gut, wie geht's los? Psyche der Generation Y. Ich glaube, dass Sie ein Wort mit der Generation Y in Verbindung bringen. Ich weiß, es ist ein Generationenkonflikt, aber das Wort Hochmut ist geläufig, Wenn es um Generationenkonflikt geht. Der Hochmut ist eine Art von Ehrbegierde, nach welcher wir anderen Menschen ansinnen, sich selbst in Vergleichung mit uns gering zu schätzen. Der Hochmut verlangt von anderen eine Achtung, die er ihnen doch verweigert. Das Übertragen auf Digitalisierung läuft so. Warum sind wir eigentlich so, wie wir sind? Das heißt wir, weil ich jetzt mal so tue, als ob ich nach 1980 geboren wäre. Es ist für uns total logisch, so zu sein, wie wir sind, weil das, was wir mitbekommen draußen, ist the war for talents. Das heißt, um uns wird Krieg geführt. Also wir sind die Kriegsbeute. Das heißt, wir sind was ganz Besonderes. Arbeitgeber bewerben sich mittlerweile bei uns und nicht umgekehrt. Fachbegriff dafür ist Active Sourcing. Das heißt, die
Personalverantwortlichen, die HRler, haben als Hauptaufgabe mittlerweile nicht mehr irgendwelche Stellenanzeigen rauszugeben, sondern aktiv auf Leute zuzugehen, in einem längeren Prozess eine Anbahnung durchzuführen und dann nach einer Phase der Vertrauensbildung die Unterschrift unter den neuen Arbeitsvertrag zu setzen. Das war bei meinem Vater noch völlig anders. Also ich weiß noch, wie mein Vater zig hunderte von Papierbewerbungen geschrieben hat, um diese Stelle zu bekommen, die er haben wollte. Und meine Leute werden angeschrieben. Also ich kenne eigentlich von meinen Leuten kaum jemand, der noch irgendwo eine Bewerbung einreicht. Und wenn, ist die eine PDF-Seite, der Rest liegt eh digital vor. Wir haben derzeit ungefähr 450.000 gemeldete offene Stellen bei der AGE, unbesetzte Stellen. Wenn uns ein Arbeitgeber krumm kommt, heißt zu viel Druck ausübt, zu viel verlangt von Arbeitszeit-Freizeit-Verhältnis, Software einführt, die wir nicht mögen, dann gibt es eigentlich eine relativ einfache Reaktion der Generation Y darauf. Es gibt, wer da nicht drin ist, es gibt ein Social Network namens Xing, das hat mal angefangen als OpenVC, ist so das Business-Netzwerk in Deutschland, hat sich zu einem HR-Netzwerk eigentlich gemausert. Und dort gibt es einen Status, den ich vergeben kann, offen für neue Stellenangebote. Das heißt, eine normale Reaktion als Generation Y ist eigentlich unter Druck geraten, heißt auf Xing gehen und einfach den Schalter umlegen, okay, bin für Abwerbung frei. Und es läuft auch ziemlich gut, weil die HRler wissen oder die Headhunter wissen, dass auf Xing im Prinzip über ein paar Schlagbegriffe Menschen zugeordnet werden können. Wer kann das? Ist der offen für neue Angebote? Und los geht's. Das heißt, dieses Druckmittel, dieser Informationsasymmetrie, der, nennen wir es mal, der analogen Zeit, ist einfach nicht mehr gegeben. Das heißt, dieses Phänomen, was wir auch im Consumer-Bereich kennen, Smart Customer, ist eigentlich mittlerweile zu übersetzen mit Smart Employee, weil die Mitarbeiter im Zweifel über mehr Informationen verfügen als der Arbeitgeber. Wir haben diese beiden Fachbegriffe Multi-Optionalität und Differenziertheit, also Diversity. Es ist heute einfach aus Kostengründen kein Problem mehr, in Mailand zu arbeiten und dennoch seinen Familienkern oder seine Beziehungen in Köln zu haben. Ryanair hat angefangen, die Budget-Flights, das heißt nicht nur Europa, sondern weltweit, ist einfach ziemlich zusammengewachsen und für meine Leute ist es völlig nachvollziehbar, mal für ein Vorstellungsgespräch, nachdem die ersten beiden Interviews über Skype gelaufen sind, nach London zu fliegen. Kostet ja nichts. Das heißt, durch die infrastrukturelle Revolution, durch die Billigflieger, ist es im Prinzip überhaupt kein Problem mehr, seinen Arbeitsplatz sehr schnell zu verlagern. Differenziertheit wird in Unternehmen relativ hoch gehalten. Es wird sogar damit geworben. Ford macht das sehr gerne hier in Köln. Ford rühmt sich damit auf der Webseite, dass im Werk 54 Nationen arbeiten. Das heißt also, die Durchmischung der ethnischen Herkünfte ist auch überhaupt kein Problem mehr für uns. Dann gibt es noch den demografischen Wandel. Haben wir auch alle davon gehört, wissen, wie das funktioniert. Da es eh insgesamt weniger Arbeitnehmer werden, ist doch eigentlich völlig logisch, dass wir Chef werden. Ist ja eigentlich eine völlig logische, nachvollziehbare These. Und wir sind in der Post-Woodstock-Ära aufgewachsen. Demokratisiert, befriedet und gepampert. Wir sind aufgewachsen in der Ära Kohl, wo jeder einen weißen Golf Cabrio hatte, wo man Tennis gespielt hat und wo die Staatsverschuldung rasant anstieg. Gut, es gab einen guten Output. Deutschland ging es ziemlich gut zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war es für uns auch völlig klar, dass wir relativ früh in Entscheidungsprozesse involviert worden sind. Entscheidungsprozesse, zum Beispiel, will der kleine Florian den Maxi Cosi in Blau oder in Grün? Und hat der Florian entschieden, der will in Blau. Das heißt, die ganzen Entscheidungsprozesse über Konsumverfahren, über Konsumentscheidungen, wurden im Großteil im Wissen der Eltern oder in der Hoffnung der Eltern, dass sie es besser machen als die Generation zuvor, mit den Kids gemacht. Und das hat sich psychologisch natürlich manifestiert. Ich bin Teil der Entscheidung. Das heißt, meine Meinung zählt, meine Meinung wiegt schwer, mit meiner Meinung komme ich zum Ergebnis. Der Typ hier ist im Prinzip synonym für diese Generation. Kennt ihr den? Philipp Riederle. Philipp Riederle hat mit 16 ein Buch geschrieben, Wer wir sind und was wir wollen, ein Digital Native
erklärt seine Generation. Der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht mal Abiturient und hat eine enorme Entwicklung, nachdem er 13 Jahre alt ist, genommen. Er ist 13 und möchte unbedingt ein Smartphone haben, nämlich das iPhone. Und das iPhone war zum damaligen Zeitpunkt nicht auf dem deutschen Markt per großen Anbieter verfügbar. Das war die Zeit, wo man iPhone aus den Staaten grau importieren musste und dann wegen der SIM-Karte da ein bisschen dran rumbiegen musste und eine Stelle umlöten musste, damit die deutschen SIM-Karten funktionierten. Das müssen wir uns vorstellen, Sie kaufen für 600 bis 800 Euro so ein Smartphone aus den Staaten, also ein iPhone, und müssen dann das manipulieren, damit es in Deutschland funktioniert. Philipp Riederle, zu dem Zeitpunkt 13, findet ein so ein Tutorial, also ein Do-it-yourself-Video aus den Staaten, in dem erklärt wird, wie man das macht, ein Selbstmach-Video. Sieht sich das an, sagt seinem Vater, Papa, ich will so ein iPhone haben. Papa, jetzt bestimmt nicht der Allerärmste, kauft seinem Sohn das und hält eine Videokamera auf den Prozess, wie sein 13-jähriger Sohn dieses iPhone manipuliert. Dieses Video stellt er auf die Plattform YouTube und baut den ersten YouTube-Sender seines Sohnes auf und der heißt, und das ist kein Scherz, Mein iPhone und ich. Dieses Video der Manipulation dieses iPhones wird in der ersten Woche 70.000 Mal geklickt. Wenn Sie das hochrechnen, hat er eine höhere Reichweite als ARD und ZDF in der Zielgruppe bis 30 absolut. Ich lese Ihnen mal vor, wie Philipp diese Generation beschreibt, die wir jetzt führen müssen, weil die so langsam aber sicher in die Betriebe kommen und mit einer ganz neuen Geisteshaltung Führungskräfte herausfordern. Ich bin Philipp Riederle und etwas so alt wie das Internet. Geboren wurde ich 1994, also in einer Zeit, als ein paar wohlhabende Menschen mit kiloschweren Mobiltelefonen in abgelegene Waldstücke gefahren sind, um zu sehen, ob sie dort noch Empfang haben. In einer Zeit, in der noch munter gefaxt wurde und einige Visionäre eine Ära prophezeiten, der Computer und Telekommunikation sich vereinen würden. Als man noch von EDV sprach und der kalifornische Computerhersteller Apple gerade seinen Unternehmensgründer Steve Jobs hinauswarf. Immerhin, es gab schon Privatfernsehen, da liefen ziemlich merkwürdige Spielshows, in denen barbusige Mädchen herumhopsten oder jemand auf einem heißen Stuhl gegrillt wurde. Wie im mittelalterlichen Pranger. So berichtete man mir, ist auch nicht so wichtig, denn ich schaue kaum fern, eigentlich nur, wenn Freunde etwas posten, was mir wirklich interessant erscheint. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Bengel nicht anständig fernsieht und stattdessen nur an diesem Monitor herumdaddelt, dann wären wir schon mitten im Thema. Denn ich könnte vermutlich euer Sohn sein. Nicht nur vom Alter her, auch hinsichtlich der Tatsache, dass ihr meine Generation nicht versteht und euch womöglich Sorgen macht. Wie um eure eigenen Kinder. Und gleichzeitig habt ihr dieses unangenehme Gefühl, dass diese Generation der Digital Natives auf dem Vormarsch ist. Was ja im Prinzip auch der natürliche Lauf der Dinge ist. Willkommen bei der Generation Y, der Generation Z oder der Generation C. C wie Connected. Und sind schon so viele Generationsbezeichnungen übergestülpt worden, da sollte man sich nicht so richtig festlegen. Schließlich kann es uns ja auch egal sein. Die vom kanadischen Schriftsteller Douglas Copeland aus der Wiege gehobene Generation X definiert sich noch über das gepflegte Slackertum, das gespielte Verzweiflung angesichts der lähmenden Multi-Optionen ansieht, die die Gesellschaft zu bieten hat. Wir nutzen sie, mehr als sie vermutet. Unsere Leitfrage lautet, was ist für uns relevant? Philipp Riederle ist dann, nachdem er knapp 16 Jahre alt war, von einer Unternehmung angesprochen worden, die heißt Mercedes-Benz. Und die haben ihn gefragt, ob er ihnen nicht mal erklären könnte, zumal also der Unternehmenskommunikation, wie er es schafft, mit seinen schlechten Wackelvideos 70.000 Aufrufe pro Woche zu haben, wobei der neue Mercedes-Benz-Spot vielleicht nur 5.000 Aufrufe hat. Also wurde Philipp Riederle eingekauft als Unternehmensberater bei Mercedes-Benz. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht geschäftsfähig, deswegen unter dem Deckmantel seines Vaters. Das hat Philipp Riederle ein paar Mal gemacht und ich fand das so spannend, dass ich ihn angefragt habe, auf einem meiner Kongresse zu sprechen. Ich wollte ihn als Keynote-Hauptspeaker haben für den Medienkongress. Da sagte er mir,
oder er ließ mir verlautbaren durch seinen Agenten, dass er für den einstündigen Vortrag doch gerne 5.000 Euro hätte plus Spesen. Daraus habe ich dann geschlossen, dass er wahrscheinlich im Moment für einen Tagessatz, der wahrscheinlich knapp fünfstellig ist, als Unternehmensberater tätig ist. Während dieser Zeit hat Philipp Abi gemacht. Jetzt ist Philipp 19, schreibt gerade an seinem zweiten Buch, hat mittlerweile zwei Companies gegründet und macht immer noch Digitalisierungsberatung. Und zwar im Prinzip aus erster Hand. Und das Erste, was wir so festhalten können, was auf jeden Fall für diese Generation typisch ist, was wir dann auch überführen müssen in Führung, ist dieses Phänomen des Postmaterialismus. Sie sprechen von digitaler Transformation und der sogenannten Dematerialisierung. Sie haben es gerade angesprochen, Akten werden ja digitalisiert, also dematerialisiert, die liegen irgendwo rum, sind nicht mehr haptisch verfügbar, aber digital. Das Problem ist, dass die Gesellschaft sich verändert hin zum Postmaterialismus. Theorie, die davon ausgeht, dass in den modernen Demokratien die materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung so weit befriedigt sind, dass die Erfüllung immaterieller Bedürfnisse zunehmend wichtiger wird. Und das sagt Philipp Riedel auch definitiv. Er will nicht einfach nur arbeiten, um des Arbeitens willen, er will was verändern. Er will also einen Job machen, der einen gesellschaftlichen Impact hat. Das Problem ist in Deutschland, ich glaube, wir haben eine Menge Jobs, die einfach gar keine gesellschaftliche Relevanz haben. Ich glaube, dass wir viel Produktion haben und dass wir auch viel Administration haben. Und da helfe ich einfach niemandem mit. So, in erster Linie. Er sieht das relativ einfach in der Konsequenz. Wenn wir dem Materialismus abschwören, dann werden wir in eine andere Form von Konsum gehen und das ist Share Economy. Verändertes Verhältnis weg vom Kaufen und Besitzen hin zum Teilen und Tauschen von Dingen, Wissen, Ressourcen und Erfahrungen. Das sehen Sie jetzt vielleicht im Straßenbild in Köln. Das Carsharing nimmt weiter zu. Also BMW und Mini haben ein großes System aufgebaut. Die von der EFAG und von der KVB sind auch relativ gut im Geschäft. Es ist also in der Kölner Innenstadt gar nicht mehr so schick, ein Auto zu haben, weil es ziemlich nervig ist. Also miete ich mir das, wenn ich es gerade brauche, und zwar mit meinem Smartphone. Das ist eine ganz kleine, einfache Form von Share Economy. Es gibt aber noch sehr viel mehr Beispiele, die für diese Generation sprechen, was für mich total schwierig ist. Ich funktioniere immer noch auf extrinsische Motivation hinaus. Das heißt, wenn Sie mir einen Firmenwagen anbieten, bin ich wirklich sehr offen, das Angebot anzunehmen. Wenn Sie mir erhöhte Gratifikationen anbieten, finde ich das gut. Ich tick noch so. Ich denke, Geld ist gut. Ich denke, Besitz ist gut. Die neue Generation sagt, Geld ist nett, braucht man, um keine Sorgen zu haben, aber Freizeit ist viel netter. Also gibt es eine relativ einfache Regel. Ich arbeite sehr gerne, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, wie ich meinen Lebensstandard halten kann, und dann will ich Freizeit haben zur Selbstentfaltung. Das ist für so einen ehemaligen Workaholic wie mich oder einen aktuellen Workaholic, ist das strange. Aber ist, glaube ich, eine der Hauptideen, die sich in einer Führungsidee, die ich Ihnen gleich zeigen möchte, implementieren müssen. Die wollen einfach nicht mehr so viel arbeiten. Das Internet eröffnet neue Wege, wie sich Menschen und Unternehmen auf Plattformen verbinden können, um nicht mehr Zink kaufen zu müssen, sondern sich das Leben zu vereinfachen, indem man miteinander teilt. Die Idee ist relativ gut, weil diese Generation ist zerrissen zwischen dieser hochmütigen Variante, die ich gerade gezeigt habe, und aus meiner Sicht einer ganz, ganz demütigen Variante. Denn es gibt auch große Nachteile dieser Generation, die auch wichtig sind zu bedenken, wenn wir die versuchen, in ein Führungsmodell einzubauen. Ich glaube fest daran, dass man keinen Helden ohne Demut spielen kann. Arroganz ist den Schurken vorbehalten. Sie sehen meine Vergangenheit als Film- und Fernsehwissenschaftler. Ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler mal gewesen, bin das mit der BWL. War das eher so eine Art Unfall, weil ich meine Company gegründet habe, da war ich Anfang 20 und gehe jetzt ins 16. Jahr mit meiner Unternehmung hier in Köln. Ich habe eine Werbe- und Kommunikationsagentur und eigentlich schlug mein Herz immer für Film und für Kunst. Ich habe mir also das Fach Medienwirtschaft zusammengebaut, weil es noch gar nicht gab. Also Film- und Fernsehwissenschaft, Kunstgeschichte und BWL. Deswegen, James Stewart kann eigentlich nur von mir kommen. Wen führen wir da? Jetzt nehmen wir mal an, Teile von Ihnen haben Führungsverantwortung und hochwahrscheinlich werden Sie BWLer und VWLer einstellen.
weil die sind ja ökonomisch vorgebildet und können ihre Unternehmen nach vorne bringen. Jetzt gibt es eine Überlegung, das ist aus Anfang des Jahrtausends. Wer studiert eigentlich was, warum? Jetzt haben wir hier zwei Stränge. Es gibt den Strang Studierende BWL, das ist dunkelblau, und den Strang Studierende anderer Fächer an Hochschulen. Und da werden verschiedene Items abgefragt, warum wer was studiert. Die extrinsischen Motive dominieren bei der Fachwahl der BWL ganz eindeutig. Insbesondere das materielle Motiv Einkommenschancen stehen im Vordergrund. Das Problem, andere Motive wie Fachinteresse und Begabung sind vergleichsweise weniger wichtig. Wenn wir es also sarkastisch überspitzen, sind BWL-Studenten weder besonders talentiert darin, was sie machen, noch haben sie es wirklich gern. Sie wollen Asche. Jetzt haben sie diese BWL-Überlegung ganz weg von zum Beispiel so einer geisteswissenschaftlichen Haltung oder einer naturwissenschaftlichen Haltung. Die studieren das echt, weil sie es mögen. Die interessiert das wirklich und die Konsequenz, dass sie eventuell weniger verdienen, steht nicht im Vordergrund. Das finde ich natürlich auch spannend, weil ich habe den ganzen Tag nur mit BWLern zu tun. Also bei der FOM sind es halt alles Ökonomen. Und tatsächlich, wenn man die mal fragt, warum studierst du das eigentlich, dann sagen diese Leute, ja, damit kann ich am schnellsten und einfachsten Geld verdienen. Ich so, okay, was hast denn, wie war das denn, als du angefangen hast, hast du mal vielleicht am Trödelmarkt irgendwie gute Gewinne gemacht oder hast du irgendwie als Ebay-Powerseller als 14-Jähriger? Nö. Sie haben also überhaupt gar keine Erfahrung in ökonomischen Sachzusammenhängen, aber studieren das mal. Jo. Das ist doch mal spannend, dass die Leute was studieren, weil sie Angst haben, materiell nicht abgesichert zu sein. Das ist eine total konträre These zu der von gerade. Das heißt, die Generation spaltet sich gerade in die, die ökonomische Interessen nach vorne schieben und die, die ihre privaten Interessen nach vorne schieben. Diese Studenten, die bald in die Unternehmen kommen und geführt werden müssen, haben noch ein anderes Problem. Sie wissen, dass trotz demografischem Wandel wir ein Phänomen in Deutschland beobachten, was die Überakademisierung der Gesellschaft bedeutet. Das heißt, ich gehe nochmal eine Folie nach vorne. Das ist hier die Studienanfängerquote in Deutschland bis 2015. Und Sie sehen, was so zwischen 2005 und 2010 passiert. Das ist eine explosionsartige Entwicklung. Und da muss ich ganz klar sagen, da ist die FOM nicht ganz unschuldig dran. Wir haben es geschafft, innerhalb von 10 Jahren von ungefähr 3.500 Studierende, und das habe ich hier netterweise korrigiert, auf 40.000 Studierende zu kommen. Das heißt, wir haben eine riesengroße Masse von BWLern auf den Markt geschmissen, die jetzt alle erhoffen, durch ihren BWL-Abschluss in diese hohen Führungspositionen zu kommen. Dass es so viele Führungspositionen gar nicht gibt, ist Ihnen, glaube ich, auch klar. Das ist nämlich das Problem, Bildungskatastrophe, der Akademisierungswahnsinn. Es ist in Deutschland kaum was wert, eine Ausbildung zu machen. Das ist einfach nicht gut angesehen. Es ist ja nur eine Ausbildung. Das heißt, du hast ja gar nicht studiert. Das sind so typische Aussagen. Wenn Sie aber in Unternehmen gehen, hören Sie oft die Aussage, Himmelgott, was hat der auf der Uni gemacht? Der kann nichts. Ich kann den für nichts gebrauchen. Der hat keine Berufserfahrung, der hat keine gesellschaftliche Erfahrung und vor allen Dingen, selbst das, was er auf Uni lernen sollte, kann er nicht. Er ist methodisch einfach nicht stark. Das ist so ein Feedback, was wir ganz oft aus Unternehmen hören. Deswegen haben wir alle unsere Studiengänge einmal komplett umgestellt. Wir haben gerade eine riesen Reform gehabt, wir mussten mal eben kurz 22.000 Bachelorstudierende auf eine neue Studienordnung bringen. Wir versuchen das auf diesen Markt zu reagieren, wir versuchen das auch unseren Studenten relativ schnell klarzumachen, was sie eigentlich gerade tun. Wir versuchen aber auch mit unseren Arbeitgebern, mit den sozusagen Auftraggebern zu arbeiten und wir versuchen denen klarzumachen, was Leadership 2.0 ist. Und da kann ich Ihnen Campus Verlag empfehlen, Frau Leki. Maren Leki selbst war lange HR-Beraterin, hat dann ein paar Verwaltungsjobs gemacht, auf relativ hoher Ebene, was Personal anging, und hat dann dieses Buch verfasst. Untertitel, wie Führungskräfte die neuen Herausforderungen im Zeitalter von Smartphone, Burnout und Co. managen. Sind 10 relativ einfache Kapitel und ihre These am Anfang ist, was wäre eigentlich, wenn ein erfolgreicher Manager 1998 mit dem Auto gegen eine Wand gefahren wäre, ins Koma gefallen wäre und 2008 wieder aufgewacht wäre.
Das heißt, er hat 10 Jahre Digitalisierung verschlafen. Der ist so knapp nach dem Fax eingeschlafen und kommt so knapp nach Facebook-Boom wieder raus. Was macht der? Der kommt aus einer 1.0 Führungsebene und wird in 2.0 reingeschmissen. Und da würde ich Ihnen gerne ein paar Thesen vorstellen, die ich glaube, die für Sie und Ihre Companies absehbar sind. Eine dieser These ist zum Beispiel, ich weiß nicht, kennen Sie das? Kennen Sie Lucy? Schon mal gesehen? Das ist ziemlich viral gegangen. Sie kennen Lucy? Okay, das sind 5% des Raums. Sie kennen Lucy auch. Okay. Es gibt ein sehr lustiges Portal aus Australien. Die machen sehr nette Sachen. Da kommt das her. Die haben eine Studie gemacht. Die Überlegung ist jetzt nochmal zurück. Was können wir aus der Generation Y lernen und warum müssen wir die anders führen? Lucy ist dieses Mädchen. Lucy ist das Kind ihrer beiden Eltern. Die Eltern sehen Sie da drunter. Die Eltern kommen aus der Babyboomer-Generation, das ist also ein aktuelles Beispiel. Und diese Eltern stehen im Familienverbund mit den Großeltern. Die Großeltern sind die Kriegsgeneration. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da Berührungspunkte haben. Also meine Großeltern waren da, muss man sagen, einfach ziemlich hart drauf. Die sagten auch ganz oft, ach, schlimmer als im Krieg kann es nicht mehr werden. Und die hatten einfach so eine sehr kernige Lebenseinstellung. Die haben alles sehr pragmatisch genommen, weil ich glaube, bei der Erfahrung kann man das auch so sehen, in dieser Karikatur sehen Sie in der Sprechblase, da steht Pussis. Das heißt, diese Generation bezeichnet alle anderen als Weicheier. Die Eltern von Lucy sind also laut ihren Eltern Pussis. Und diese wirklich sehr, sehr erdige Argumentation führt weiter dazu, dass die Generation übergreifend eigentlich eins vereint, nämlich eine Gleichung. Dass das persönliche Glück aus Realität abzüglich Erwartung aufgebaut ist. Das heißt, die Realität im Verhältnis zu den Erwartungen soll zeigen, wie weit ihr Lebensziel erreicht worden ist. Und diese grüne, saftige Wiese symbolisiert jetzt das Glück der Eltern von Lucy. Das ist das Babyboomer-Glück. Und zwar ist das so aufgebaut. Die Erwartung der Babyboomer war so, dass sie nach vielen Jahren harter Arbeit auf dieses fette, saftige Stück Wiese kamen. Der Weg dahin war jetzt nicht ganz so grün, aber sie wussten immer, nach vielen Jahren Arbeit, in Klammern Rente, kommt das saftige Stück grün. Das Spannende dabei war aber, jetzt kommen wir wieder zur Kohle-Ära, es lief viel besser als gedacht. Die Karriereerwartung der Babyboomer, sie haben nämlich hier die Erwartung, aber die Realität lief viel besser. Das hieß, es gab eine positive Bilanz. Keiner hat damit gerechnet, wirklich mal dieses Haus zu finanzieren. Keiner hat damit gerechnet, immer nach Teneriffa in Urlaub zu fahren. Und keiner hat damit gerechnet, unglaublich viel Geld auf dem Konto zu halten. Deswegen waren die ziemlich zufrieden oder sind ziemlich zufrieden, sofern sie noch da sind. Das Problem ist jetzt aber, dass eine Kultur und eine Subkultur immer daraus bestehen, dass sie sich ja abgrenzen voneinander. Das heißt, Lucy muss anders sein. So entstand bei den Gypsies eine entsetzliche Erwartungshaltung. Oder anders gesagt, ihr Gras sollte nur satt und grün sein, wie das ihre Eltern. Gypsies wollen